Moin zum Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für euch ist das jetzt ein neues Video, für mich ist das immer noch der gleiche Tag wie der vom Custom Cruise. Oh, das ist gerade echt mega windig, ich hoffe das geht noch klar so bei euch mit dem Sound. Ja, wir haben es gerade mit RR einfach überlegt. Wir fahren jetzt vom Bad Salzuflen nach Bad Pyrmont, weil es ja hier quasi um die Ecke und ich wollte da sowieso mal wieder hin. Aber die Strecken sind hier einfach so geil, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn einer so wie ich aus dem Flachland kommt. Ja Freunde, Ende Juli habe ich ein bisschen was vor mit ein paar Jungs. Und zwar planen wir da eine lange Tour Richtung Süden. Das Ganze wird so eine Woche gehen. Und ja, natürlich auch mit Camping verbunden. Und ich werde das natürlich versuchen für euch alles so gut wie möglich alles abzufilmen. Die ganzen Ereignisse für euch festzuhalten. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich muss noch ein paar Camping-Sachen mir zulegen, weil so zum Beispiel so eine Schlafmatratze, die muss ich mir unbedingt zulegen. Boah, guckt euch das an. Ich weiß, für die Leute, die aus dem Süden kommen oder sowas, für die ist das ja normal, ne? Aber für uns Nordländer ist das schon echt ein Highlight, so, dass die Straßen gerade so auf und ab gehen, dass wir hier auch ein paar Kurven haben, das haben wir zum Beispiel bei uns überhaupt nicht. Ja Freunde, hoffen wir mal. Boah, scheiße. Fuck, Alter. Genau in der Kurve. Das Waldstück war voll geil, Alter. Ja, Mann, aber richtig. Ich hab grad voll den Herzinfarkt bekommen. Wo war ich stehen geblieben? Die Kurve und die Ampel hat mich gerade einfach aus dem Konzept gebracht. Ja, ich hoffe einfach nur, dass die ganzen Bikes durchhalten bei der Tour. Auf Hin- und den Rückweg. Weil ich glaube, allein der Hinweg sind über 850 Kilometer, das wird schon echt hart. Ja, wir planen aber auf jeden Fall die ganzen 850 Kilometer nicht gleich durchzufahren, sondern wir machen dann irgendwo einen Rast und das Ganze wird einfach ungeplant. Wir fahren einfach drauf los und dann werden wir sehen, wo wir dann landen. Bin schon mega gehypt. Wenn es hier schon solche Strecken gibt, da will ich nicht wissen, wie es im Süden ist. Genau, Freunde. Und da kommt ihr jetzt noch ins Spiel. Wir brauchen noch einen guten Namen für diesen Run. Dann haut auf jeden Fall mal in die Tasten, in die Kommentare und haut mal eure Ideen raus, was man so, wie man das Ganze nennen kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Tour, aber auf was ich mich überhaupt nicht freue, ist, wenn wir zurückkommen und ich die ganzen Videos schneiden muss. Da werde ich bestimmt noch ein paar Tage dran sitzen. Ja, Freunde, wir sind gleich da. Ich habe gerade die Inside auch oben dran befestigt. Ich hoffe, das ist, glaube ich, alles nicht zu verwackelt, weil gleich kommen, wie man sieht, auf den Schildern ein paar gute Strecken, ein paar gute Kurven.
kann ich schon mal hier für Gigsapad ein bisschen üben. Mit dem Knieschleifen. Alter, das ist bei mir so ungewohnt, meine Ohren sind gerade richtig zu, wie beim Flugzeugfliegen. Richtiger Nordländer, Alter. So, Freunde, wir waren noch eben kurz bei McDonald's, haben uns ein paar Burger mitgenommen, was zu trinken. Und jetzt fahren wir hier diesen Berg hoch zum Spelunkenturm. Ja, ist schon ein Highlight, so hier so hochzufahren. Alter, guckt euch das mal an, wie weit das hier runter geht. Tschau, Bruder. Ist ja noch hinter mir, ja, ne? Nicht abgestürzt. Sieht gut aus. Eigentlich müssten wir schon gleich da sein, wie es aussieht. Ich war noch nie mit Moped hier oder mit Auto, immer noch zu Fuß. Deswegen gar keine Ahnung, wo es jetzt hier lang geht. Spelunkenturm. Müsste die Uferland sein? Kann mit dem Becken? Mhm. Ne? Siehst du das? Der Pool. Schwimmbecken. Das ist die Uferland. So, Freunde, wieder zurück vom Spelunkenturm. Wir haben gerade die Bikes getauscht. Er wollte wissen, wie man sich mein Bike fährt. Oh, Alter! Bad Pyrmont, da geht's lang. Alter, verdammt breiter Lenker, muss ich sagen, für das Bike. Ganz schön ungewohnt, vor allem wenn du gerade von der Kawasaki runtersteigst mit dem Rabbit hier drauf, ist das hier eine ganz andere Sache. Puh, ist das geil, ey. Alter, ey.
Shit. Einfach leer laufen lassen, spart man gleich ein bisschen Sprit. Uiui. Wahnsinn, wie geil das hier aussieht. Alter, ich freue mich schon so auf den Bayern-Trip. Ja, Freunde, das war das schöne Bad Pyrmont. Wir machen uns jetzt so langsam aber sicher auf den Weg nach Hause. Ich habe hier noch 2,5 Stunden knapp die Fahrt nach Hause. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Bad Pyrmont ist auf jeden Fall immer mal eine Reise wert. Ist schon mega schön hier. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, über Daumen hoch würde ich mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Video, Leute. Haut rein und viel Spaß. Ciao.